um da nicht irgendeinem Fragezeichen zum Opfer zu fallen. 3 mal die 4! Ah, nee, nicht 4 plus 4 ist 8. Nicht Mathe. So, komm zurück zu Mario Party 2. Ja, im letzten Part bin ich anscheinend in Führung gegangen, zum Schluss. Mit 2 Sternen. Wie genau wisst ihr sicher besser als ich? Ah, ist das ein... Ah, ja, genau, ich weiß schon wieder. Da hatte ich mir den Stern gekauft und danach den Part beenden nach dem Minispiel. Und ja, sehr schön. Facelift ist ein sehr gutes Battle-Minispiel, das muss ich schon sagen. Oh. Ah ja, ich bin Wario, ich muss darauf achten. Da die Wangen auch ganz nach unten. Kommen die Augen irgendwie da oben? Ne. Aber die Nase, die ist sicherlich weiter unten. Nicht so weit. Das müsste doch eigentlich hinhauen. Ja, müsste eigentlich klappen. Wir werden sie gleich sehen. 100%! Wow! Der eine kommt da 96,93! Wow! Donkey mit 96%! Wario! 100%! Ungeschlagen! Unverbesserlich! Also besser kann man das ja gar nicht machen. Besser kann man in diesen Part gar nicht reinstarten. 1 Lokers, nein danke, denn ich warbe genau das richtige auf die richtige Plattform, aber muss halt einmal im Kreis rennen. Oh, achso, waren da 10 Münzen drin, sehr gut. 10 Münzen kann er gerne haben. Skateboard Scamper. Oh, Men, oh, Menno. In der letzten Party hat ja Wario das immer gewonnen, aber in dieser Party sicherlich nicht. Ah, Wario hat dazu gelernt. Komm. Komm, oh, Wario ist nahe dran. Oh, und er kriegt sogar die Münze. Und ist sogar in Führung. Wario ist in Führung. Nein, da kommt Luigi. Ah, Luigi ist schneller als ich. Luigi hat schneller gedrückt als ich. Was? Wario gewinnt. Alter, ich hab Skateboard Scamper gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Wario holt den Sieg in Skateboard Scamper gegen 3 Computer of Heart. Wuhu. Das erste Mal überhaupt. Aber Wario hat auch schon im letzten, der letzten Party bewiesen, dass er es kann. Und Donkey kriegt einen Hidden Star. Ist klar. Ja, sehr schön. Das kostet 5 Münzen. Ah, danke. Der verlangsamt mich nicht. Oder halt irgendwie anderen. Ja, ich bin sowieso nur eine 4 und warpe weg. Ist klar, Leute. Gibt Wario auf keinen Fall einen Stern. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Bombs away. Ist auch nicht... Oh ja, das ist geil, das Spiel. Oh, gleich ein Kugelwilli am Anfang. 2, 3. Donkey ist schon weg. Und auch eine Kanonenkugel schlägt die ein. Yoshi ist weg. Nur noch Luigi und ich. What the? Achso, dachte, die schlägt jetzt hier ein.
Ist klar, Leute. Wo bin ich? Ja, ich bin da oben. Sehr gut, ich bin noch da. Ich gewinne somit 10 Münzen und das ist nicht so toll, denn Luigi kann mir jetzt einen Stern stehlen. Falls mir Donkey jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen 50 Münzen stiehlt oder 30 Münzen stiehlt. Und auf einmal mehr Münzen hat als ich. Du kriegst meine Münzen niemals. Haha, nur 21. Loser, Loser. Und ja, Yoshi zahlt wieder 5 Münzen. Bowser, also Baby Bowser casht hier ab. Und jetzt ist klar, Leute, ist klar. Und was ist mit mir? Nur weil ich Erster bin, heißt nicht, dass jetzt jeder irgendwo einen Hidden Star finden muss. Das ist ja nicht euer Ernst. Ich meine, wenn, dann will ich auch einen haben. Ich meine, das ist ja unfair. Und jetzt werden dann natürlich noch Münzen, ein Stern gestohlen und ich bin Letzter. Nee, ich bin Dritter. Weil Luigi ja weniger Münzen hat als ich. Aber ich meine, ist klar, Leute, ist klar. Also, von der Unfairness habt ihr es heute wieder. Ja. Und jetzt hier diagonal zur anderen Plattform. Aha, da kommt man auf diese Plattform. Was auch immer dieses Feld hier bringen mag. Warum er auch immer darüber wollte, keine Ahnung. Oh, look away. Ich mag das Spiel zwar, aber ich verliere es immer. Haha. Ich hab die erste Runde überlebt. Alle haben die erste Runde überlebt. Yeah. Party. Party. Ha, ich wollte eigentlich nach oben, aber Gott sei Dank hat das mir nicht angenommen. Ah, fuck. Er ist doch nicht klar, Leute. Ist klar. Aber mal sehen. Haha, ich hab's überlebt. Ja, go! Das packt ihr, Leute! Ich schau nach unten. Perfekt! Donkey gewinnt für uns das Minispiel. Bam, 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 bam. Sehr gut. Das gibt 10 Münzen für uns alle. Und Donkey versucht es auch. Was auch immer das heißt, mag try. Vielleicht kommt man da auch irgendwo anders hin. Ach so, entweder er packt oder er landet da drüben. So. Also entweder man kommt hier hin oder man kommt darüber. Okay. Jetzt kapiere ich das Ganze. Natürlich kann sich dadurch Donkey den Stern kaufen. Ist klar. Ist natürlich jetzt 3 Sterne. Ne, nicht 3 Sterne in Führung. Er hat 3 Sterne. Er ist 2 Sterne in Führung. Und das gibt's gar nicht. Ist das Spiel einmal nett zu mir und versucht mich mit dem Stern irgendwie zu locken. Was da meistens funktioniert, weil ich da auf so einen geilen Warp lande, der mich dann,
weg von der Plattform bringt und mich dann woanders hin. Das ist immer so eine geile Sache. Aber wir werden ja sehen, vielleicht packt Wario das mit einer 7. Ich prophezeie hier. Warte mal, ich nehme den Golden Mushroom. Ich prophezeie hier, was ich würfle. Ich finde das geil. Weil mit der 7 komme ich nämlich direkt zur nächsten Plattform, wo dann meistens auch der nächste Stern ist. Weil der nächste Stern ist dann meistens immer eine Plattform weiter. War bis jetzt zumindest immer so. Und hat sich auch jetzt nicht geändert. Das heißt, da bin ich auch am nächsten. Perfekt, also ja. Ich glaube, das nächste Mal sage ich auch an, was ich würfeln mag. Und das kommt dann auch. So kann das ruhig weitergehen. Da habe ich nichts dagegen, wenn ich das würfle, was ich würfeln will. Und Luigi von da nicht wegkommt. Gibt es ein 2 gegen 2 Destruction Duet? Ist das das mit dem Blumen? Nee, ah, das ist das, wo wir gemeinsam die Bowser-Statue zerstören müssen. Sterb, Bowser! In die Fresse! In your face! In your face! In your face! Stirb! Oh, er wird schon rot. Und hin. Sehr gut. Donkey und Wario gewinnen dieses Minispiel. Und damit kann ich mir auch eindeutig den Stern leisten. Donkey ist sowieso weit weg, casht aber die 5 Münzen von der Bank. Zahlt Yoshi 5 Münzen wieder ein? Ja. Yoshi zahlt die 5 Münzen wieder. So wie es sich für nette Leute gehört. Und dann natürlich den Golden Mushroom. Um da nicht irgendeinem Fragezeichen zum Opfer zu fallen. 3 mal die 4! Ah, nee, nicht 4 plus 4 ist 8. Nicht Mathe. Oh, ich hatte eindeutig einen Mathewürfel. Ich dachte vielleicht 4, 4, 4, aber nein, leider 4 plus 4 ist 8. Steal Coins from DK. Der ist erster mit den meisten Münzen auch noch. Und hat mir auch die Münzen geklaut. Der darf mir ruhig ein paar Münzen wieder zurückgeben. Ist egal, 18, das reicht. Ist mehr als ich brauche. Nee, don't try. Yeah, I got a star. I'm a hero. Und so habe ich 3 Sterne und bin wieder Erster. Knapp aber doch. Natürlich der nächste Stern da drüben, wo gerade keine Sau ist irgendwie. Und natürlich auf diesem Feld hier, wie üblich halt, der Baby Bowser auf dem Feld, wo vorher der Stern war. Wario kann's heute. Wario ist ein Skiller. Der hat heute Luck ohne Ende. Jetzt weiß man, dass das 7 Felder sind. 7 rennt man genau einmal im Kreis. Bowl over. Er darf aber dafür bowlen, dass er hier die ganze Zeit feststeckt. Das heißt, Wario natürlich ganz vorne. Kommt auch nicht rüber, weil da eine unsichtbare Wand ist. Das findet er sehr geil. Nach hinten! Nach hinten. Und darüber. Da ist gerade so ganz allein und gar keiner. Mal sehen, ob er mich nimmt oder die 2.
Haha! Gar keinen! Damit gewinnen Wario, Yoshi und Donkey Kong. Da Wario da gekonnt und geskillt ausgewichen ist. Aber Luigi gewinnt auch eine Münze. Da einen einzelnen Pin getroffen hat. Und er versucht nicht. Oh ja, verlangsamt auch niemanden. Ist klar, Leute. Schenkt ihm den zweiten Hidden Star. Ich meine ja nur. Es gibt auch sowas wie Unfairness. Ich meine, wollte ihm nicht jede Runde einen Stern schenken. Das wäre doch viel angenehmer. Wenn er jede Runde einen Stern bekommt. Oh, ey, klar. Yoshi, schenken wir die Zauberlampe. Ich meine, ist ja nicht so, Leute. Und er haut da daneben und nimmt sich den Duellhandschuh. Ja, dann. Wo ist mein Hidden Block? Mein Hidden Star? Ha? Ich hätte auch gern mal einen. Luigi hat hier jetzt wirklich alle Münzen verloren. Aber hier wird er sich höchstwahrscheinlich wieder 10 Münzen holen, dann das können wir nicht. Donkey Kong. Bin ich der, der schießt? Ne, ich bin der lenkt, noch schlimmer. Ist klar, die skillen da gleich mal. Ernsthaft? Alter, wie lange braucht das bitte, bis es sich dreht? Wie kriege ich das nicht hin mit der Steuerung? Nein. Scheiße. Alter, woher wissen die immer, wo der ist, bitte? Ernsthaft, wo ist? Haben die... Da war... Schieß. Treff. Ja. Da oben war. Ist klar, wie scheiße ist die Steuerung, bitte. Ja, okay. Aber ich wenigstens das 2 zu 3 hätte Donkey schießen können, wenn er gewollt hätte, aber irgendwie, ja. Irgendwie wollte er doch nicht. Er hat schon eingesehen, dass wir dieses Minispiel nicht mehr gewinnen können. Warum funktioniert gerade meine A-Taste nicht? Oder warum hat sich das Spiel geilerweise aufgehängt, gerade beim Saven? Ist klar, ist klar. Ja. Geil, wir können diese Runde wiederholen, denn da passiert nichts mehr. Ich würde sagen, wir beenden hier mal den Part. Ist er halt sehr kurz, aber ich kann auch. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüner Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte in blauer Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr mich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Black Shadow Dragons klickt, könnt ihr zu meinem zweiten Kanal, in dem ich Real Life Videos drehe. Und ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin einer von Team Dragons. You cannot kill what is already death.